Da ist noch eine Kiste. Ich bin überladen. Yay! Woo. Großartig. Das ist doch doof. Gibt es hier einen Keller, wo man eventuell... Aber das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte dieses Gebäude einen Keller zur Post haben? Aufs Dach macht auch keinen Sinn. Nee, das macht, glaube ich, alles irgendwie keinen Sinn. Da müssen wir eine andere Quest machen. Doof, aber geht nicht anders. Das heißt, ich würde sagen, da machen wir... verbindliche Pläne, Responder-Datenbank. Responder müssten wir dann auch noch weitermachen. Nimm gelbe und blaue Farbe mit für die Mauer in Diamond City. Oh, die sind heute noch sauer auf mich. Die sind noch sauer auf mich. Obwohl, das wissen die eigentlich gar nicht, aber die finden das schrecklich. Die finden das so schrecklich, dass ich die blaue angemalt habe. Oh je. Mann, okay, ich glaube, wir machen jetzt erstmal die anderen. Tourismusbüro, unverbindliche Pläne, das Freiwilligentraining, das 1x1 des Camps. Ah, das müssen wir uns da anhören. Ja, das können wir machen. Daten, Gegenstände, Holos. Das müssen wir uns da anhören, okay. Freiwilligenprogramm für Responder, fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer, Teil 1. Perfekten Ort für das Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Campen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen, oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch campen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Ein Traum ist wahr geworden. Man soll das tun, was man mag, oder? Also, komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger. Mhm, okay. Haben wir gemacht. Das war's auch schon, oder was? Mehr musste ich jetzt gar nicht machen. Ich brauchte nur... Okay. Das ist, die Computer hacken. Meinst du in Fallout 4 oder hier? Hier kann ich es nicht. In Fallout 4 kann ich es auch nicht. Aber da lag was. Achso, nee, eine Flasche. Ja, dann... Oh, was liegt denn da? Ich glaube, ich gehe mal eben zurück zu... Oh, oh nein. Ein Siedler auf dem Bärenfell. By the way, oh, sehr schön. Ich glaube, ich gehe mal eben zu diesem Schützenverein da zurück. Da war nämlich der Roboter, da könnte ich Sachen verkaufen. By the way, dabei, okay. Wo war der denn? Der war hier oben, ne? Der die Papierziele haben wollte. Ich denke auch, dass es das gleiche Prinzip. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal reingeguckt. No. Ich kann es immer noch nicht. Wir sind überladen. Ich muss Sachen loswerden. Da, 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 da. Hi. Warum Blechdosen von Steinen schießen? Ach, der verkauft das gar nicht. Verdammt, das war nicht er. Das war der Automat, ne?
das war der Automat hier unten. Vielleicht kann ich da auch Sachen verkaufen. Eine Waffe oder sowas? Schauen wir mal. Nee, da kann man nur Ammo kaufen, ne? Ich kann, glaube ich, nichts verkaufen. Bei uns würde ich... Kann ich die verkaufen? Kann ich nicht. Natürlich nicht. Mist. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wir könnten natürlich... für ein bisschen Kohle könnten wir unser Camp hierher holen. Aber ich würde auch langsam gerne wieder raus aus diesem trüben... Hi. Entsperren. Wie du siehst, das System ist das gleiche und ich kann es immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie es funzt. Ich habe keine Ahnung, wonach das geht. Wir haben 4 Versuche. Was? Man muss nur zwischen den Zeilen lesen. Ja, ich weiß. Das haben auch schon ein paar versucht, mir beizubringen, aber ich kann es irgendwie nicht. Das hat irgendwas mit den Klammern zu tun oder sowas, ne? Ja, Mr. Sun, gib mir einen Tipp. Ich wäre dankbar, wenn ich das endlich jetzt besser machen könnte. Gib mir einen Tipp. Ich warte. La 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 la. Ich dachte immer, das wäre, wenn man einen Buchstaben raus hat, dann müsste der an der gleichen Stelle stehen. Aber anscheinend ist dem zum Beispiel auch nicht so. Und dann soll das ja irgendwas mit den Klammern zu tun haben. Keine Ahnung. Schau nach den Klammern. Doch, nach den Klammern. Okay. Das wäre ein Treffer. Aber da hebt sich das schon wieder auf, ne? Was ist denn dann da der gleiche Buchstabe? Das N kann es dann nur sein. Weil das war 0. Okay. Die Klammern. Müssen die das dann einklammern, das Wort? Nicht. Ich habe das noch nie verstanden und ich werde es auch, glaube ich, nicht mehr verstehen. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Oder geht auch. Okay. Ich habe keine Ahnung. So, Korn hatten wir Lone. Bei Lone hatte ich einen Treffer. Nicht so hektisch. Da hatte ich keinen Treffer. Bei Blue könnte es das E sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gilt dann die Klammer und die Klammer zum Beispiel? Oder ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das System nicht. Aber wer versteht schon das System? Ich weiß es nicht. Ich drücke jetzt irgendwas. Ein Treffer. Es ist das E. Das E ist es, aber... Über die erste, in der ersten Zeile. Ah. Auf die Klammern gehen, dann kommt eine ganze Reihe. Okay. Halt. Ah, okay. Ding. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass das geht, wenn man über die Klammern fährt. Okay, das ist echt neu. Für mich. Also neu ist es natürlich nicht, aber es ist neu für mich. Trotzdem verstehe ich es nicht. Gut, ne?
Was? Falscheintrag entfernt? Hä? Oh, okay. Was war das jetzt? Ich nehme gleich. Echt? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe das System nicht. Ich verstehe das nicht. Also, pff, ja, hier, das, so fühle ich mich gerade. Okay, wir lassen es. Ich kann das nicht. Ich habe auch jetzt... Müssen wir jetzt nicht machen. Müssen wir jetzt nicht machen? Das kann ich eh nicht machen. Müssen wir jetzt nicht machen. Ich probiere das in Fallout 4 gerne nochmal aus, aber ich verstehe es trotzdem nicht. So, wir wollten die anderen Quests machen. Das ist der Markenautomat und das Anmeldeterminal. Was doof ist, ich würde ganz gerne das mit dem Jungen machen, die Quest. Nee, ich wollte die Map aufmachen. So, das Anmeldeterminal. Dafür musste ich irgendwas craften, glaube ich. Oh, und hier waren... Oh Gott. Wo ist denn der Rest? Da oben ganz. Den Markenautomat von Prickett's Ford. Das heißt, ich würde jetzt hier den Weg mal eben wieder zurückrennen. Mann, nein! Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Hat er mich die ganze Zeit verfolgt? Und ich kann nicht laufen, ne? Oh Gott. Lass den Zaun noch hier kaputt sein. Ha! Nein, da kommt er hinterher! Natürlich kommt er hinterher. Nein, dann wechsel doch mal eben die Waffe, du dumme Nuss. Oh, shit. Ich kann noch nicht laufen, weil ich überladen bin. Wo bist du? Er hat sich eingebuddelt, ne? Wo bist du? Ja, dann treff auch doch mal. Ich will nicht schon wieder mutieren. Oh Gott. Ich habe auch keine Waffe gegen ihn dabei. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich höre schon gar nichts mehr. Ich bin tot. Schieß dir in die Augen. Nein! Okay. Hier neu spawnen. Ja, danke. Genau draufklicken auf die Klammern. Was? Ich hatte es schon. Gibt es viel Guides? Ja, ich muss echt mal auf so einen Guide gucken. Die Jugend von heute. Ach, jetzt auf einmal. Ja. Jetzt auf einmal. Da hinten ist der blöde Skorpion. Und da liegt das Blut. Das ist kein... Doch, es ist der Skorpion. Alles klar. Ja, ich will trotzdem alles nehmen. Auch wenn ich dann wieder überladen bin. Ist mir doch egal. Das ist mein Kram. So. Den nimmt mir keiner. Auch nicht der Skorpion. So, wir müssen irgendwie schräg hier rüber. Oh, war ja so klar. Ich könnte ein Ribeye-Steak essen. Oder eben halt... Warte mal, wo war das denn? Was war das denn noch? Das erhöht nämlich die Tragekapazität. Komm, das Camp verlegen, das kostet 7 Kronkorken. Wir haben 111. Ja gut, das läppert sich natürlich irgendwann, ne? Oh, 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 ich höre das Vieh. Kann ich das hier irgendwo hinsetzen? Ich suche mir mal echt die lauschigsten Plätze aus, ne, um das Camp zu verlegen. Ich will auch gerne mal wieder ins Grüne. Hier, komm, hier ist hübsch. Oh, wow. Ich gebe das ganze Geld dafür aus. Also, pass auf. Erstmal den gesamten Schrott lagern. Ansonsten... Das Jagdgewehr ist kaputt. Das Maschinengewehr packe ich jetzt erstmal weg. Die Axt.
Die Sichel. Das hier packe ich weg. Pumpkin haben wir schon. Das ist auch kaputt, ne? Hm. Oh, wir haben eine 44er. Wo haben wir die denn her? Und ich habe sogar ein bisschen Muni dafür. Okay. Die habe ich mehrfach. Der Partyhut bleibt. Das kann weg. Die Gummibonbons. Das Kaugummi. Das gebe ich auch nicht weg. Schrott haben wir schon rübergepackt. Wie ist das eigentlich mit dem Bauen? Wir haben noch nicht gebaut. Ich würde jetzt echt gerne mal gucken, das Bausystem mal einfach austesten. Pass auf. Zur Modifikation wechseln. Ich baue jetzt mal was. Oh, wow, cool. Warte mal, das schnippt sogar so an. Warte, warte. Warte, es ist okay. Cool. Mit C gehen wir das durch. Wände. Gelagert haben wir nichts, ne? Ich würde aber, glaube ich, ganz gerne erstmal Dächer, Treppen, Türen, Herstellung. Vielleicht tatsächlich, können wir das so draufsetzen? Ich setze es einmal hier drauf. So, pass auf. Und dann können wir nämlich was kochen. Geschütze und Fallen. Ist noch gar nichts freigeschaltet. Schutz. Ist gleich so ein richtiges Zaunelement. Okay. Generatoren. Können wir nicht bauen, weil wir nichts haben. Stromanschlüsse. Das ist tatsächlich Fallout 4, ne? Licht. Essen. Wir könnten was anpflanzen. Aber ich habe nichts. Wasser. Ressourcen? Was ist das denn? Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Bloß nicht auf die Älteren hören, die erzählen ihnen Mist. Nein, das stimmt nicht. Um Gottes Willen. Das würde ich niemals nicht sagen. Auf keinen Fall. Ja, es kostet Kronkorken. Jedes Mal. Das ist leider das Doofe. Radio, Betten. Wir könnten uns also auch hier hinlegen. Kann mir sogar ein richtiges Bett bauen. Was kostet mich das? Warte, warte, warte. Stoff, Holz. Ich setze mir da jetzt ein Bett hin. Zur Not kann ich dann auch noch schlafen. Stühle, Behälter. Lagerkiste. Mache ich doch glatt. Setze ich hin. Gegenstände, die du in einer Lagerkiste hinterlegt hast, sind auch an jeder anderen Lagerkiste anderswo in der Welt verfügbar. Das ist richtig gut. Okay, Bodendekor, die Teppiche, Regale, Tische, Wanddekoration, sonstiges ist was? Ach so, sowas. Toiletten, auch sehr schön. Moment. Herstellung. Was anderes kann ich nicht machen, weil mir die Sachen fehlen. Aluminium, Federung, Zahnrad. Schade. Powerrüstungsgestell. Wie lange das wohl dauert, bis ich eine Powerrüstung kriege. Okay. Dann können wir da einmal raus. Dann koche ich mal eben ein bisschen was. Was können wir da machen? Wasser abkochen. Einmal wenigstens. Und mehr kann ich nicht machen, ne? Schade, schade. Weil ich die Sachen weggepackt habe. Das finde ich aber ein bisschen doof. Warte mal. Transfer. Hilfsmittel. Warte, warte, warte. Wie nehme ich denn alles? Das ist eine Menge. Muss ich alles einzeln nehmen, okay. Verdorbenes Fleisch, verdorbenes Gemüse. Großartig. Okay, da ist sonst nichts. Schade. Das heißt, ich kann wirklich nichts kochen. Nahrungsmittel kann ich auch gerade nichts machen. Doch, Maulwurfsratenhappen kann ich machen.
Skorpionsteak. Und das war's, ne? Heilung. Nö. Leider sonst nichts. Tja. Wir könnten uns allerdings einen Augenblick ausruhen. Oh, das ist richtig gut. Hier ist schon alles drin, was wir da reingepackt haben. Oh, super. Ich dachte schon. Wir legen uns jetzt, glaube ich, mal einen Augenblick hin, oder? Nee, ich habe Durst. Ich sollte erst was trinken. Wir ruhen uns jetzt einfach mal aus. Wie geht das? Eigentlich funzt das doch nicht, oder? Schlafen können wir doch nicht wirklich. Wenn du dich in einem Bett ausruhst, wirst du langsam geheilt. Ah, ruhe dich lang genug aus, um einen Bonuseffekt zu erhalten. Aber Achtung, Matratzen auf dem Boden können Krankheiten. Okay. Alles klar. Warum machst du nie, bevor du loslegst, ein Just Chatting? Weil es mir meistens dann an Gesprächspartnern fehlt. Ich kann selbst Gespräche führen, aber es dauert eben. Oh, wir fühlen uns gut ausgeruht. Yay! Es fehlt mir tatsächlich an Gesprächspartnern. Ich meine, Desmortis war da und Rainbird war relativ fix da. Aber ansonsten ist sonst da, sind sonst nicht so viele, um mit mir zu sprechen, habe ich das Gefühl. Deswegen fange ich im Grunde genommen auch ziemlich schnell mit dem Spiel an. In der Beta eine Power Armor, ich wage es zu bezweifeln. Das sind, glaube ich, dann alles Mods, die damit rumrennen. So, wir können jetzt aufstehen. Sehr schön, guck mal, wir sind ausgeruht. Ich würde ja ganz gerne mal eben, wie war das nochmal, mit dem mal eben, so, was auf, das sieht so heimelig aus hier, mein erstes Camp, das machen wir doch mal eben, Foto, pass auf, Schnappschuss. Schöner sind aber dann die Emotes. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ausdruck. Oh. Ängstlich. Ich liebe es. Posen kann ich keine machen. Schade. Posieren. Worldboy. Hey! Ich könnte mal ein bisschen zuversichtlicher. Amüsiert. Wütend. Ehrfürchtig. Besorgt. Zuversichtlich. Wir machen zuversichtlich. Zack. Hände in die Hüfte. Sehr gut. Machen wir auch. Mach trotzdem, dann kommen noch mehr Leute. Meinst du, wenn wir Just Chatting machen, kommen noch mehr Leute? Das interessiert die Leute. Doch, der Herzog ist da, aber ich glaube, der guckt nur zu. Der war gestern mal Pandoria, okay. Ja, bei Pan habe ich auch ganz kurz reingeguckt. Ich fand das Spiel nur so merkwürdig. Kann natürlich sein, dass er das Spiel noch geändert hat. Ne? Also will ich jetzt nicht, aber knien. Oh. Und gar nicht. Alles klar. Ey, der Fotomodus ist echt witzig. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf das Wesentliche. Wir müssen zur Black Bear Lodge zurück und nehmen dann gleich die Waffe in die Hand. Und rennen am besten nicht durch den Skorpion. Die Beta ist wohl noch der einfachste Weg, an die Rüstung zu kommen. Dadurch die Server-Neustarts, Items mit extrem langer Spawn-Zeit, sofort wir da sind. Okay. Ja, ich mache aber wahrscheinlich auch zu wenig dafür, ne? Ich würde auch gerne jetzt wieder zurückgehen. Wir könnten zum Beispiel zum Gefängnis zurückgehen. Das wäre auch möglich. Da waren wir ja schon. Da könnte ich vielleicht sogar eine Schnellreise hinmachen. Aber ich würde jetzt auch ganz gerne mal wieder eine Quest ab. Da hinten ist das komische Vieh. Ich weiß nicht. Junger Snellygaster. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen, weil der 14er Skorpion, der war schon echt übel. Und da waren Supermutanten. Ich muss echt aufpassen. Aber wir sind ja hier vorhin auch. Da ist eine Maulwurfsratte.
Wow, was denn? Wo? Aua, wo bin ich denn jetzt gegengelaufen? Habe ich mir den Zeh am Stein gestoßen oder was? Wo habe ich den Schaden jetzt hergenommen? Ich weiß es nicht. Die Supermutanten sind weg. Ich sollte mal eine andere Waffe nehmen, weil dafür ist mir die Muni jetzt ein bisschen zu wertvoll. Ah, nein, 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 nein. Geh weg. Ratte. Das heißt, wir müssen aber die Verbrannten dann nochmal töten, die da im Haus sind. Die sind ja alle wieder da. Das Spiel war creepy, als dann ihr Telefon angerufen wurde. Ach was, im Ernst? Das war ja so ein komisches Handyspiel, ne? Oh Gott, die Arme. Wobei er ja noch relativ mutig ist bei dem, was die an Horrorsachen spielt. So, jetzt muss ich da die Verbrannten wieder wegschnetzeln. Das ist nicht so wirklich die richtige Waffe dafür, ne? Ja, klar. Diese Perspektive, ich finde das so cool. Da war doch vorhin noch einer. Wo ist denn jetzt hin? Ich frage noch so. Der rennt hier oben lang. Hier unten müssten aber auch welche sein. Ach, das ist wieder oben, das Radio. Ich vergesse es immer wieder. Naja, gut, dann kriege ich halt wieder ein Copyright-Dingsbums bei YouTube. Was soll's? Ist ja nicht so schlimm. Das Video darf ich ja trotzdem zeigen. Also von daher. So, habe ich dieses Ding? Schraube, Schaltkreis. Es war ein Schaltkreis. Habe ich? Ja! Ich hatte es. Sehr gut. Black Bear Hunting Lodge. Automatisiertes Anmeldesystem. Persönliche Informationen eingeben. Keine Ahnung. Geht anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Jetzt habe ich... Oh, Mann. Moment. So, nochmal. Und jetzt Übernachtung. Das Frühstück wird in der Lounge serviert. Zusätzliche Handtücher und Kopfkissen können am Empfang angefordert werden. Geräuschreduzierende Kopfhörer sind auf Anfrage erhältlich. Veranstaltung. Am Samstag bieten wir einen Kurs im Eichhörnchenschießen an. Kinder können sich aus unseren Käfigen ihr eigenes Eichhörnchen aussuchen. Papi, das möchte ich gerne erschießen. Das sieht so niedlich aus. Am Sonntag halten wir morgens eine Andacht für Wilderer ab, bevor wir nachmittags auf sie Jagd machen. Bringen Sie Ihre eigenen Waffen mit. Munition wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Am Montag beginnt das wöchentliche Jagdturnier. Abschusslisten sind am Empfangsschalter erhältlich. Am Donnerstag bieten wir ein Seminar zur Erkennung von Singvögeln an. Erlaubt sind dabei nur Kaliber 22 oder kleinere Kaliber. Am Freitag schließen wir das Jagdturnier ab. Für Trophäen über 25 Pfund Gewicht bieten wir Taxidermien zum halben Preis an. Schnäppchen, hier möchte ich meinen Urlaub verbringen. Okay, wir haben's. Wir haben's. Oh, ein Salisbury Steak. Und hier waren nämlich so viele coole Sachen drin. Eigentlich müsste ich mich mal eben so richtig wieder... Na, wir brauchen ja alles. Geht nicht anders. Auch wenn ich gleich wieder überladen bin. Das ist total bescheuert. Aber wir brauchen für unsere zukünftige Siedlung brauchen wir ganz viel Stuff. Glasgefäße, Kaffeedose, kein Kaffee, Sauerei, Brotkasten.
industrielles Rattengift brauchen wir auch. Aufbereitetes Wasser, großartig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Muss man sich zusammensammeln oder stehen die so inflationär wie in... Das ist die Frage, ne? Also in Fallout habe ich das Gefühl, ständig auf welche zu treffen. Ich habe ja inzwischen schon eine stattliche Sammlung. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber es sind schon einige inzwischen. Munitionskiste. Gemüsestärke, sehr gut. Können wir zum Essen machen gebrauchen, glaube ich. Ich wollte mich eben nochmal den Flügel setzen. Das hat beim letzten Mal... Hat das Radio dazwischen geplärrt. So. Sie hatte Panik, wann jemand diese Nummer... Oh Gott. Übers Radio sprechen, ja, müsste man wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit ohne Unterlass. Ich finde das mit den Musikinstrumenten mag ich echt gerne. Ich hoffe, da ergibt sich dann auch mal was. Aber wir rennen hier momentan, habe ich das Gefühl, rum in dieser Ecke sind wir komplett alleine, ne? Die sind bestimmt alle bei den wichtigeren Sachen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben... Ich weiß nicht, wie lange ich streame. Eigentlich wollte ich nur 2 Stunden. Jetzt haben wir aber schon 2 Stunden gemacht. Wenn ihr irgendwas hier sehen wollt... Dann machen wir es jetzt einfach so. Wir nutzen jetzt das, was wir haben. Gibt es hier irgendwas, was wir uns angucken, was ihr sehen wollt? Wo wir hinrennen sollen? Dann lassen wir jetzt einfach mal die Quest sein. Das können wir ja alles immer noch machen. Ich weiß gar nicht, warum ich so straight questen will. Das haben wir natürlich alles noch nicht entdeckt. Na, hier wäre ein Event. Das muss nicht unbedingt sein. Kein Event, bitte. Bei den anderen Spielern weiß ich nicht. Wir könnten uns irgendwas angucken, wenn ihr Lust habt. Na, also dann... Es ist ja machbar. Es ist jetzt gerade gar nicht... Warte mal. Herauszoomen. Ist schon ziemlich weit. Weiter geht gar nicht rausgezoomt. Alles klar. Wir können gerne irgendwo hin. Hier waren wir ja überall schon. Das kann man leider nicht sehen, was das alles ist hier. Ach, guck mal! Lizzie 55. Putzig. Finde ich gut. Schöner Name. Ich zeige euch das gerne, weil ist ja Quatsch. Ich bin so verbissen jetzt gerade. Es ist wie Fallout 4. Ich will jetzt Quest machen und noch eine Quest und machen und tun. Aber wir haben ja jetzt gar nicht so viel Zeit in der Beta. Also würde ich sagen, gucken wir uns doch irgendwelche Orte an, oder? Muss das was mit dem Spiel zu tun haben? Was ich zeigen soll? Was? Okay. Ja, in dem Fall muss es jetzt was mit dem Spiel zu tun haben. Geht nicht anders. Ein Spucknapf. Oh, das ist eklig. Bäh. Ich will auch langsam wieder hier aus diesem verseuchten Gebiet raus. Ich möchte ganz gerne... Komm, wir machen uns den Jeep klar und wir fahren eine Runde. Wir haben jetzt den Vergnügungspark gesehen. Der war richtig klasse, großartig, aber ich glaube, ich will jetzt erstmal wieder woanders rumrennen. Und ich würde sagen, wo war denn jetzt die Brücke? Hier eine giftige Rußblume, okay. Wir rennen jetzt erstmal wieder zurück. Oh, Briefkasten. Da ist nichts drin. Sauerei. Post streikt schon wieder. Im Osten die Donnerkuppel. Die Donnerkuppel. Das sieht auch irgendwie cool aus hier, ne? So asiatisch irgendwie angehaucht. Donnerkuppel im Osten. Ach, die! Okay. Warte mal. Schnellreise würde mich 13 Kronkorken kosten. Wie weit ist das denn entfernt? Lohnt sich das? Warte. Da können wir auch theoretisch hinrennen. Pfadfinder, Pionierlager, da sind wir gewesen. Wenn wir hier versuchen, ich weiß nicht, wie gut das ist, hier querfeldein zu laufen. Hier ist auch noch irgendwie so ein Damm. Ja gut, dann rennen wir zur Donnerkuppel. Man wird suchen müssen, aber es gibt Spawnpunkte. Okay.
Wir schauen mal. Ich ringe jetzt erstmal eben den gleichen Weg wieder zurück. Wir müssen, glaube ich, dann da in die Richtung. Da war auch das Gefängnis. Ich weiß auch nicht, inwiefern. Am besten erstmal jetzt hier über den verseuchten Fluss rüber. Da waren die Supermutanten. Ich wage es fast nicht, aber ich versuche jetzt mal hier durchzulaufen. Oh Mann. Was ist das? Eine Greaserjacke und Jeans. Wir können es umziehen. Wobei ich diesen Paramedic-Dings-Suit, den finde ich schon ganz witzig. Der zeichnet uns ja als Responder aus. Wir sind ja ein Responder. Hier sind Klos. Sehr gut, das nehme ich sofort gerne mit. Warte mal, gibt es auf dem Männerklo vielleicht auch noch was? Das war jetzt die Damentoilette oder was? Ach, ich hätte auch durchgekonnt. Toll. Ist alles kaputt.